Major, Herr Klemmer, merci für Ihre Partizipation und die Sensibilisierungsaktion, was Mobilität an Personen an Mobilität reduziert Leben betrifft. Die hat heute ein Exercice gemacht, für eben eine Gehbehinderung zu simulieren, mit Bein immobilisiert sozusagen versteift. Und dann hat er die Eftel mit Kratschen von ihrem Ebenstuhl quasi überarbeitet kommen. Was sind nur die größten Schwierigkeiten, die da beginnt? Es fängt immer an, an den Dörfern, gerade am ländlichen Raum, da reden sie im Jahr 2001. Das heißt, kriege ich quasi viel geschrieben, wo ich zu wohnen wird. Ja. Weil wenn ich zu weit vom Arre weg wohne, dann würde ich am Ende Fall 750 Meter lang schon für den Arre zu kommen. Auch hier in der Stadt, wenn ich gucke, vom Arminius bis auf das Büro, sind meine Jorenker 600, 700 Meter. Ja. Dann habe ich schon 1,5 Kilometer auf der Kretschen 180. Ja. Das ist natürlich relativ sportlich. Ja. Auf der anderen Seite muss ich natürlich so einen Busser mal trappen. Da wird hier nicht mitgefahren. Ja. So blöd es klingt. Ganz wenig Platz für einen Rollstuhl. Zwei Rollstühle gehen sicher nicht mit. Oder ein kleiner Kutsch an einen Rollstuhl. Das ist auch zu vergessen. Ein Trauma ist gut. Muss ich auch etwas Positives sagen. An der Stadt Kehe sind natürlich quasi alle wieder neu. In Europa dürfen Kehe sind nicht neu. Die, was ebenerdig Kehe für Heischflurbusse. Also, das ist das gut für den Tag zu machen, für das zu sehen. Wenn ich meine, am Alltag das tun zu machen, dann muss ich schön sportlich sein. Genau, die Hut, so, das Ubeschwert vom sportlich sein, die sieht halt generell sportliche Mensch. Natürlich, die bringt einen gewissen Avantage mit. Also das so, dass natürlich Leute, die an der Regel eine Gehbehinderung haben, die an nebenbei auch gerne eben aber vielleicht auch noch schwächt und sonst haben, muskulär oder halt auch Peng haben. Ja, dann ist ganz oft, dass das auch mit chronischem Schmerz verbunden, den ganz heftig kann sich für verschiedene Fälle. Und dann ist das natürlich noch direkt der Krack, was dazu kommt, das ist ein Schwierigkeitsgrad. Nur sind doch so, und das muss ich noch so, ein Haut haben trotz allem noch schön wieder. Die Konditionen sind auch gut. Die Haut vom Emilius bis hier, aber haben wir eine Zeit schon gebraucht. Und das ist nicht chronometriert, mit war ja schon, aber 15 Minuten. Wenn ihr da bedenkt, drehen die dran. Oder das kalt, das eventuell auch noch glatt. Dass vielleicht das geschneit wird oder das glatt, wo da also auch noch mit Kratschen extrem gefährdet sind, zu fallen, dann hast du das natürlich nicht ohne. Ja, das ist effektiv nicht ohne. Natürlich müssen noch eine ganze Reihe Sachen neben dem Aspekt einfach zu suchen. Wir haben noch ganz viele Niederflurbusse gekauft oder wir haben noch die Mistwaggen an der Bund oder so noch, so equipiert. Wir müssen eben auch die ganzen Rolle rundherum. Das will ich so. Voilà. Ich meine, das Problem an dir war, sind die Distanzen groß. An der Stadt meine ich schon wirklich den Pech an dem Sinn, dass ich quasi maximale Distanz von einem Busaré wäsche das Büro hin. Das, wenn ich am hier am Quartier unter dem Palais schaffe, soll man glücklicherweise schaffen, hier nicht so viele Leute, die mich dann aber nur bei einem Busaré oder bei einem Tram sein. Mehr, das ist natürlich mehr multimodal in der Welt. Vielleicht nach einem mehr umsteigen, für mich noch beizukommen, muss ich vielleicht nach einem 10, 15 Minuten auf einem Busaré warten. Spätestens auf dem Dörfer. Das ist mein Stadt, was am krassesten ist für mich. Das ist, dass man im ländlichen Raum, sobald man die Stadt oder die Agglomerationen verlassen, ganz sehr große Distanzen zwischen dem Haus, dem Appartement und dem Busaré. Ja. Und wir sollten für darunter, dass wir nicht mehr so, dass Leute mit Gehbehinderungen eventuell nach Schmerzen haben. Wir sind noch etwas für die Schmerztherapie machen, weil das sprengt ein bisschen die Kaderhaut. Wir für alle, sind Leute, die eine Behinderung haben oder eine angeschränkte Mobilität haben, warum habe ich zum Beispiel defavorisiert? Ja. Weil der Patron sich sieht, der kann mich nicht so ersetzen wie ein Nichtbehinderten. Wir sehen da eine Klasse Parlamentäre gestellt. Einfach klar geht, Betriebe halten sich nicht in die Regeln. Das heißt, dass die Leute noch ökonomisch defavorisiert sind. Ja, das heißt, an der Stadt wohnen als keine wirkliche Option. Ja. Kann sich bald keine leisten. Ja. Wenn ich dann defavorisiert, das nachmachen, das heißt, landet in einem Dorf. Ja. Und dann, im Dorf,
die paar Wohnungen unter dem Busareen, die warten auch nicht drauf, dass da ein mit einer Behinderung unter dir scheint, für dich zu kriegen. Ja. Sie haben freie Marsch. Das heißt, auch da kommen die Leute, wie weit von der Busareen weg wohnen, müssen sich also genau einmal defavorisieren. Ich meine, das ist das, was ich so gerne als strukturelle Diskriminierung muss thematisieren. Ja. Fängt zwar mit der Behinderung an, mit halt nicht da ab, mit einem ökonomisch, mit einer durch die Wohnsituation dann zeitlich, mit durch die Schmerzen, eng von der Lebensqualität. Und am Ende vom Tag ist es eigentlich mehr komplex, wie nehmen sie so. Wir kaufen nicht auf der Busse. Genau. Ja. Ich meine, da muss ich alles überdenken. Ich will auch nicht so, wir bauen ein Ghetto von einem Behinderten direkt neben dem Busse. Um Gottes Willen. Nee, nicht Fall. Muss ich sich einfach so, was sind dann andere Approchen? Zum Beispiel an der Gemeinde Rufbusse, die ihn ob, zumindest auf Tab Area bringen. Genau. Muss ich nicht unbedingt. Ich kenne Diskussionen mit dem Adapter ja doch intensiv. Muss ich nicht unbedingt so, wir generalisieren den Adapter, aber wenn ich schon gebe, kommunal oder regional Rufbussysteme haben, die ich auf die nächste Jahr bringen, ja, wo ich dann ein gutes Multimodell Interkonnexion hat, ja, wäre vielleicht ein erster Schritt für eine bessere Partizipation für die Frauen. Ja. Also du, da unterschreibe ich direkt, der Bitte, dass wir effektiv auch von Eisenorganisationen, die diese Sensibilisierungsaktionen am Anfang gestartet haben, nicht für zu sagen, wir wollen eine Topri, eine Obeiwisch, einen spezialisierten Adapter und so weiter. Der Bitte, dass wir auch die Inklusion noch für Eis, der Fett können, eben nur zum Beispiel ohne müssen am Vierfeld, dass sie planen und so an den Tram zu klammern, mit anderen Leuten zusammen können du eben ein Trajet aufmachen und so. Das ist etwas Flottes und das will ich auch nur nicht mehr also losen, also ganz klar. Mehr effektiv, also einfach so, dass dann eben muss geguckt gehen für die Probleme, die die Firma aufgezählt und die schon nicht wiederholen. Dass das effektiv dann auf lokaler Basis für dich geregelt wird, bevor in der Leute etwas wegschaut. Das heißt, und das ist eben das, was wir nur kriterieren, dass das auf der engen Seite gesucht wird, weil das für viele investiert gehen an engem Domain und das wird nur zu klappen. Das Problem ist, dass ein Mensch nicht einfach nur als E-Glied von einer Kette gesehen wird, ein Mensch ist die ganze Kette. Aber wenn natürlich die anderen Glieder nicht stark sind, dann wird sie doch nicht von E-Glied verstärkt. Das ist ein bisschen das Problem, das wir auch gesehen haben. Dafür diese Experience, für eben einfach ein bisschen Gelegenheit zu gehen, ein bisschen zu spüren, wie das eben so kann sein. Natürlich ist das eine Simulation, das ist natürlich noch nicht wirklich. Ein zu ein Realität. Ich sage noch einmal noch ein paar vielmals merci, dass ich. Merci auch. Gerne noch ein paar dann mit einer anderen Erschränkung. Ich habe dann die Bauchmuskeln vielleicht mal noch gestellt. Kein Problem. Voilà, merci.